Servus und Habidere, hier ist wieder euer Fuchs mit der nächsten Folge Vintage Story. So, wir gucken mal, was heute so geht. Wir haben ja hier die netten Herren von und zu. Ah ja, okay. Die Drifter sind anscheinend weg. Das ist sehr schön, dann können wir uns endlich um unser, um das letzte Fleisch hier kümmern. Wie lange bist denn du noch haltbar? 1,9 Tage. Okay. Naja, machen wir das hier mal an. Das ist noch eins. Hier habe ich noch 6 Stück. Da können wir auch halt, da könnten wir auch mal futtern. Dann machen wir gleich eins. Ja, das bringt nicht wirklich viel. Aber ein bisschen was. So. Hier ist er, der Anzünder. Zack. So, dann zünden wir den hier an. Dann kann der hier noch brennen und... So. Na, auf, komm. Ja, dauert aber ewig. Jetzt. Ah, das hat wirklich lange gedauert. Schauen wir mal, 5, die brauchen wir nicht. Wir lassen da noch 2 drin. Die anderen 3 legen wir weg. Das hier nehmen wir mit. Ich würde dann gucken, dass wir... ein Messer werden wir auch brauchen. Wir machen uns hier noch ein Messer. Den Rest legen wir hier mal ab. Halt, so. So. Folgende Idee. Wir fangen mal an mit... einer gemütlichen Runde Farmgut suchen. Des Weiteren brauche ich noch 1, 2 Speere, weil der hier ist auch schon wieder fast im Eimer. Genau. Also, Ziel ist es folgendes. Hier haben wir den Speerkopf. So. Wir werden mal gucken, dass wir... uns ausrüsten, denn die Drifter, die haben uns ganz schön genervt. Das heißt, wir machen hier jetzt auf jeden Fall mal 2 Speere, denn der eine ist ja gleich hin und 4 Stück. Wer weiß, wie lange das die dann halten. So, das wäre mal das eine. Das zweite ist, wir gehen eine Runde gucken, ob wir Farmgut irgendwo kriegen. Das heißt, ob wir irgendwo, die Hacke brauchen wir nicht, den Speer lassen wir mal hier drin. Wir bauen dann hier noch einen Speer, 2 Speere. Ah ja, okay, die kann man nicht übereinander legen. Zack. So, gut. Haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir da lassen? Also den lassen wir hier, den lassen wir hier. Und das Fett lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Die Steine lassen wir auch die Hälfte. Ach, das geht ja nicht. Okay, passt. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Das hier nehmen wir uns noch mit. Gut, genau. Und dann geht es jetzt los. Ich starte einfach mal. Würde dann natürlich auch noch versuchen, so ein bisschen anderes Zeug, was noch so zum Essen wäre, mitzunehmen. Das reicht jetzt hier uns leider nicht. 20, 40, 60. Das sind ja mehr. Das sind jetzt hier 11 Stücke Kupfer. 20 Stücke Schmerz zu einem Kupferbahn. Okay, genau. Ich brauche noch Kupfer. Das war ja das, den müsste ich noch auffüllen. Wir starten diesmal in diese Richtung. Ich möchte nämlich, hier oben haben wir jetzt Zwiebeln angepflanzt. Ich hätte aber ganz gern das hier noch ein bisschen aufgebaut, aufgefüllt und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich dann auch so versehen mit was zu essen. Also anpflanzen und so weiter. Einen Keller und so Dinge müssten wir uns auch noch bauen und kümmern drum.
Das ist aber jetzt Zukunftsmusik. Jetzt wird erstmal losgezogen und Essbares gesucht und gefunden, hoffentlich, um dann hier weiterzumachen. Jetzt tun wir aber mal die Fackel hier weg. Gut. Ein Messer. Wir kraften uns jetzt gleich noch ein Messer, bevor es losgeht. Und dann. Zack. Ein Flint Knife. So. Ja. Ich bin gefragt worden, was hier der Content so hergibt und was das Spiel hier ausmacht. Und ja, wie soll man sagen? Es ist irrsinnig genial. Also finde ich jetzt, dass der Survival-Aspekt hier in den Vordergrund gestellt wird. Zumindest im Moment. Mal gucken, was noch so alles kommt und wie sich es irgendwie gestaltet dann. Also, wenn es denn mal in Richtung ja, Versorgung, Grundversorgung, wenn das alles gegessen ist und läuft, wie das dann weitergeht. Also das heißt, das wird immer interessant, wenn wir so versorgt sind, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, ob Winter, ob Sommer oder. So, wir nehmen jetzt auch diese, halt, ich wollte die ernten. Genau, denn die sollen ja da bleiben. Ah ja, hier sind wieder diese Drifter irgendwo unterwegs. Mal gucken. Also, jetzt hat es die Klinge zerlegt. Habe ich dich jetzt mitgenommen? Ja. Nee, habe ich nicht. Ist hier irgendwo? Nee, passt. Gut. Die Klinge hat es zerlegt. Zack. So. Genau, also bin gespannt, was noch kommt. Und wie sich es noch weiter gestaltet. Ah, hört ihr das? Hier sind irgendwo Bienen. Ah, ja, hier ist was zum Anpflanzen. Wachsender Flachs. Okay. Hier ist auch Flachs. So. Da wir aber wissen, dass wir den Flachs mitnehmen werden. So. Würde ich sagen, nehmen wir den Flachs hier mit. Ende. Komm. Ah, ja, okay. Ja, hier, super. Top. Hier ist auch nochmal Flachs. Und. Ah, schade. Okay, hat nichts raus. Hier gibt es irgendwo ist hier einen Bienennest. Hört ihr das? Okay. Also, das wird dann auch nochmal eine Challenge werden. Ah, sehr schön. Schaut an, wachsende Steckrüben. Aber die werden wir nicht ernten. Das ist viel zu früh. So. Sehr schön. Ja, komm, wir probieren es. Nee, es ist viel zu früh. Nee, da, hier, jawohl. Steckrübensamen. Noch einen, jawohl. Und noch einen. Sehr gut. Okay. Also wir nehmen jetzt mal alles mit, was hier so wächst. Das ist Granitkies. Ah ja, hier sind die Schweine. Die liegen hier rum und tun nichts. Gott sind die faul. Ja, aufstehen. Eine Sau. Aber die werden wir. Ah, hier ist Kupfer. Da, guck an, hier ist Kupfer. Genau das, was ich suche. So. Und so, nochmal drei. Jawohl. Sehr schön. So, und damit wir das hier wiederfinden, wir gucken uns mal schnell die Map an, wo wir hier sind. Wir sind genau hier. Okay. Wir bauen uns hier einen. Aha. Wir bauen uns hier mit geringer Fruchtbarkeit mal schnell ein Türmchen, damit wir das wiederfinden. Beziehungsweise kann ich. Ah ja, okay. Jetzt pass mal auf, wir futtern mal die zwei Bären. Das dauert erheblich länger. Okay. Aber hier war auf jeden Fall.
Kupfer rumgelegen. Das heißt, man könnte Glück haben. Und hier unten findet man dann. Ja, passt. Sehr schön. Okay, das markieren wir uns natürlich irgendwie auf der Karte. Denn Kupfer ist im Moment genau das, was wir suchen und brauchen. Wir brauchen dann einen Kupferhammer zum Zerdeppern der. Okay, wir machen uns hier mal schnell den Marker her, zack. Na komm. Ah, wir machen noch mehr. Warte jetzt mal. Wir holen jetzt hier noch ein bisschen was. Zack, 1, 2, 3. Jetzt ist er hin. Dann dich nehmen wir mit, weil dann können wir noch ein bisschen Cobblestone machen für unser Häuschen. Zack, 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 zack. Das ist hoch. Naja, passt. Wir haben Glück. Haben wir Glück? Gut. Okay, dann. Klopf, 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 klopf. Das nehmen wir alles mit hier. Das ist natürlich top. Ah ja, okay. Ich bin dann mal hier einsammeln und hole euch gleich wieder, wenn wir da mal rundum sind. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder zurück und ich würde jetzt mal kurz die ganzen Büsche hier setzen wollen. Denn wir haben hier anscheinend auch roten Johannis, weißen Johannisbeer und einen Blaubeerbusch, blauer Blaubeerbusch, einen Blaubeerbusch gefunden. Die habe ich jetzt hier mal alle eingesammelt. Wir können ja hier jeden Fall gucken, dass wir die ganzen Büsche, zack, mal hier so kreuz und quer hinpflanzen. Die werden wir dann natürlich irgendwann werden wir die dann auch mal richtig stellen, so dass die alle an einem richtigen Platz sind. Wie komme ich jetzt hier wieder rein? Ich komme hier nur rein, wenn ich hier was zerstöre. Jupp, ich brauche jetzt mal. Ich muss gucken, dass ich hier noch was zum Essen irgendwo organisiere. Hier haben wir. Kanikis haben wir hier auch. Das ist da, wo wir das Kupfer gefunden haben. Hier haben wir noch 16 Kupfer. Also das heißt, wir schmelzen auf jeden Fall auch das Kupfer. Und hier haben wir gemeinen Steinpelz. Ich probiere es jetzt dann nochmal mit dem Essen. Mit dem Essen machen. Also hier machen wir jetzt mal einen Aufgang. Solange es jetzt nicht dunkel wird, haben wir noch nicht das Problem mit diesen Driftern, denke ich. Und wir kümmern uns jetzt mal kurz hier ums Essen. Theoretisch müsste sich doch eine Portion Steinpilztopf 2, 3, 4, 5, 6. 6 Portionen Steinpilz. So. Also mit Pilzen geht's. Dann klopfen wir da jetzt ein Holz rein, würde ich sagen. Und probieren mal, ob das so halt, ja genau, so hinhaut. Dann hätten wir nämlich hier was zu essen. Halt. Sollen das? Das war nicht der Plan. So, komm her.
Dann, den Anzünder habe ich jetzt natürlich wieder weggerannt. Und hier ist noch irgendwo so ein Drifter unterwegs. So, Anzünder da rein. Gut, den Pilz hier rein. Ah ja, genau. Ich habe ja Pilze woanders. Ich habe die Pilze woanders. Ich glaube hier. Nee, hier. Habe ich überhaupt Pilze? Ja, ich habe hier Pilze, Steinpilze. Frisch. Zack. Ah, der lässt sich hier gar nicht rein, weil er frisch fest. Ah, okay. Die werden wir dann auch verkochen, aber das ist okay. Verkochen wir die ebenfalls. Jetzt brauche ich erstmal den Anzünder, den Quarz klatschen wir hier rein. Und die 16 Kupfer tun wir hier rein. Genau. So. Zack, zack, zack. Einmal, zweimal. Hoppala, da ist was runtergefallen. So. Haben wir alles? Ne, da haben wir noch einen Kupfer. Zack. Gut. Dann hier setzen wir das rein. Halt. Das machen wir gleich mit Kohle. Und mit dem Anzünden. Genau so. Zack. Mal 10 Stück hier rein. Für das Gießen. Ah, halt. Ich habe ja hier meinen Hammerkopf. Den Hammerkopf, der ist wichtig, denn dann können wir das Kupfer kleinklopfen. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte, irgendwas wollte ich. Kohle, genau. Ich wollte Kohle mitnehmen. Und zwar mal 10, naja, 10 ist ein bisschen mehr. Mehr als 10, aber das ist egal. Die kommt dann hier rein. So, zack. Und die zünden wir dann an mit unserer Fackel. Wir haben ja die Fackel hier. Gut. Und jetzt passt auf. Wir zünden jetzt an. Einmal das da. Ignite. Das sollte kochen. Jawohl. Dann das hier. Zack. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir hier diesen Kochsound. Sehr schön. Gut. Wie schaut es jetzt hier aus? Jawohl. Der vernichtet natürlich jetzt. Aber das sehen wir. Das sehen wir, wie das sich jetzt ergibt. Ich hoffe, dass wir diesen Hammerkopf fertig kriegen. Und natürlich auch unser Schwert werden wir dann hier gleich mal testen. Ob wir das bekommen. Und ja, dann kümmern wir uns natürlich auch um einen Garten. Die Frage ist, wo bauen wir den Garten hin? Bauen wir ihn einfach hier irgendwo in die Mitte? Oder bauen wir uns hier hin und gießen andauernd? Wir haben ja noch keinen Wassereimer. Mal gucken. Das sehen wir dann. Sehr schön. Auch ganz gut vor sich hin. Tada, er ist fertig. Dann können wir das hier wieder rausnehmen. Wie sieht es hier aus? Ja, wird schon. Okay. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Kann ich jetzt den einfach. Oh, halt, nein! Nicht Dödel! Nicht Vollmonk! Oh Mann, hey! So. Einmal mit Provisarbeit. Einmal. Hier ist natürlich mein Essen. Sehr schön. So. Und wie kriege ich jetzt da Essen raus? Verderblich. Ja, verderblich ist nie gut. So. Und dann? Ah, okay. Also, den stellen wir jetzt mal hier ins Eck. Ah, ich glaube, ich brauche irgendwie. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche noch eine Schüssel. Wir müssen noch mal töpfern. Ich brauche eine Schüssel. Einen Teller. Halt, hier war er. Blauer Ton. Ja. Ist schon wieder ein Drifter. Okay. Wir machen jetzt aber Folgendes. Wir hauen jetzt diesen Block hier weg. Dann können die auf jeden Fall mal nicht mehr hoch.
Ich kann zwar auch nicht runter, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte gucken, wie ich hier eine Schüssel hinkriege. Ich glaube, das ist das hier. Raw Bowl. Schalen können in Fettdauer nicht können und anderen Anwendungen kombiniert werden. Ich glaube, das ist das. Hier, so. Dann klopfen wir das mal weg. So, lala, so, lala. So. Jetzt gucken wir aber erstmal hier rein. Ja, der glüht. Das heißt, wir klatschen den hier rein. Was tun wir? Den hier. Der kommt weg. Der interessiert mich jetzt gerade nicht. So, und dann gießen wir noch schnell kurz hier. Das gießen wir jetzt hier rein. Und hier. 35, 100 von 100. Sehr gut. Haha. Ende der Sonne. Gut. Wäre das jetzt hier auch gegessen, dann gehen wir her und machen hier weiter. Das ist ja nice. Haha. Ja, ich habe mittlerweile so viel Zeug, dass ich nichts. Oh ja. Sehr schön. Sehr schön. Wie sich's anhört, so wie sich's anhört, haben wir hier noch einen Wolf um die Wege. Aber wir wissen ja, wie wir den kleinen kriegen. So. Zack. Dann. Wir stöpseln den hier rein. Und klopfen hier mal ein bisschen Holz nach. So. Dann brennen wir das mal fertig und probieren das aus mit dem Essen. Und wenn das der Fall ist und das funktioniert, haben wir das erste Mal gekocht und gegessen. Was natürlich cool wäre, wenn das so funktionieren würde. Temperatur 400, okay, da müsste er jetzt dann loslaufen. Nein, nach 650 Bar Temperatur. Okay. Gut. Wir können in der Zeit, wo das hier läuft, könnten wir mal gucken, ob wir eine Mühle. Handbuch. Mehl. Wir googeln mal nach Mehl. Mehl. Dinkelkorn, Mehl, Dinkelmehl. So. Nee. Übersicht. Was machen wir? Wir wollen mahlen. Getreide, nicht Getreide. Nee, Mahlwerk oder? Mal kurz gucken unter den Leitfäden, Töpfern, Ködern, Schmelzen, Schmieden. Temporäre, nach Bodenschätzen suchen, schmieden, schmelzen. Essenszubereitung. Gemüse, okay, egal. Egal, egal, egal. Ich denke, wir sind hier durch. Jawohl. Zack. Dich haben wir ja gerade noch erwischt. Die Bowl. So, jetzt schauen wir mal. Wir gehen auf die 8 und holen uns Essen. Ha! Ja, sehr nice. Okay. Wie ihr seht, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es funktioniert und es funktioniert gut. Das heißt, wir sind hier durch.
Hier gehen noch rein. Jetzt haben wir hier noch drin. Zwei. Zwei Stück. Sehr gut. Der Wahnsinn. Okay. Den Topf, den Topf, den Topf, den Topf, den Topf. Ja, voll genial. Jetzt pass mal auf, kann ich den. Jupp. Also, das heißt, wir müssen auch hier mal erweitern. Das wiederum heißt, wir bauen ein wenig. Ah, halt, zack. So, wir bauen uns ein paar, opa, ein paar Cobblestone. So. Gut. Zu machen. Denn wir müssen das Ganze hier ja irgendwann mal noch zumachen. Und wir müssen auch das Ganze erweitern. Also hier und hier. Hier, 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 hier. Da, da, da. Irgendwann wird es nämlich mal Winter werden. Und dann wird es hier echt unangenehm, wenn das offen ist. Oh, wir haben mal wieder kein Cobblestone. Okay. Sei es drum. Wir haben hier noch 58, 58. Okay. Wir halbieren den ganzen Pampe. Klopfen da was rein und haben wieder ein paar. So, sehr schön. Gut. Das ist halt jetzt hier nur so provisorisch. Aber wir werden uns dann bald mal darum kümmern müssen, dass wir auch hier weiter erweitern. Das heißt hier und hier. Jetzt sind sie wieder da, die Drifter. Aber die können mich jetzt dann gepflogen am allerwertesten. Da ist wieder einer. Zack. Gut, 9 Stück haben wir noch. Die heben wir uns natürlich jetzt mal auf. Hier hin. Jupp. Jupp, 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 jupp. Sehr schön. Den hier klopfen wir dann wieder raus. Den hier ebenfalls, weil wir hier ja wieder einen Boden haben wollen, und zwar einen Ahornstammboden. Haben wir hier irgendwo Ahorn? Nee. Nee, den haben wir hier nicht. Haben wir hier Ahorn? Nö. Aber nichtsdestotrotz, zack, das ist hier mittlere Fruchtbarkeit. Die können wir hier zum Auffüllen hernehmen. Yep. Das ist Granitkies, okay. Auch Granitkies. Ah ja, dann stöpseln wir die zwei doch zusammen. Schau mal, wo da drin war er, ne? Jawohl, das ist zum Schürfen ganz gut. Okay. Wobei wir den dann eigentlich auch nicht mehr brauchen. Mittlere Fruchtbarkeit, zack. So, füllen wir hier mal unten drunter auf. So, dann gucken wir kurz, wie spät es ist. Es ist 22:58 Uhr. Ja, ich würde dann hier wieder mal einen Deckel drauf machen. So, hier sind es nochmal. Eins, zwei und drei. Einen habe ich noch. Wo bauen wir den hin? Ja, dann setzen wir derweil dahin. So. Aha. Gut, der Eisenhammer ist fertig. Somit können wir theoretisch einen Eisenhammer herstellen. Zack. Voll geil. Das wiederum heißt, wir können die Eisenbrocken fernhauen. Komm mal her. Wir haben hier irgendwo Eisenbrocken, die Kupferbarrenbrocken-Ding. Lassen Sie 2 Stück. Zack. Sehr gut. Doch, genau so. Zack. Und zack. Das ist richtig nice. Seht ihr das? 48 Stück. Das heißt, wir gießen uns auf jeden Fall das Schwert fertig. Komme, was wolle. Halt. Zack. Zack. So. Wir gucken mal. 11 Stück. Dann komm her, hierhin, dann dahin und
Ignite. Ah, halt. Doch, passt. Brennt. Sehr gut. Zack. In die Offhand. Gut. Während das hier schmilzt, werden wir uns dann auch auf jeden Fall eine Axt noch gießen. Ich habe hier Gold Nugget gefunden. Sau geil. So. Wir werden dann das hier noch verkochen. Die haben ja noch ein paar Tage. Und dann kümmern wir uns auch um Holz in der nächsten Folge, dass wir wieder ködern können, denn das ist jetzt hier auch ziemlich wenig mittlerweile, was wir hier noch haben. Genau. Das heißt, ich hoffe, dass ich den Axtkopf hinkriege. Und die Drifter, die gehen mir am Senkel. Also die gehen mir jetzt schon gewaltig am Senkel. Wir könnten dann auch noch den Rucksack bauen, aber das zur nächsten Folge. Ich lasse jetzt das mal hier schmelzen. Und wir sehen uns dann bald wieder bei der nächsten Aufnahme. Wie spät ist es? Jo, bis denn, euer Bitfuchs.